Sandra Graf, dein erstes Rennen hier in Rio, wie war es? Ja, nicht so gut. Ja, ich bin gut, also bin gestartet, habe die erste Kurve schon ein bisschen geslidet, habe dann wieder aufziehen, habe den Schwung verloren, wieder aufziehen und habe probiert, ja, ruhig zu fahren, Druck auf die Kurbel zu geben. Dann unten in der Kurve hatte ich ein bisschen Mühe gehabt, bin fast nicht rumgekommen. Ist noch gegangen und dann im Aufweg habe ich einfach probiert, super zu fahren, zu drücken. Ist nicht ganz rund gelaufen und im zweiten Mal unten in der Kurve bin ich fast gestürzt. Also ich konnte mich wirklich nur mit der Hand aufstützen. Bin zum Glück nicht zum Sturz gekommen, aber habe ich dann natürlich für null aufziehen müssen. Und ja, da braucht jedes Mal Kraft und Energie und bin einfach nicht in den Trip gekommen. Ich habe gehört, die Kurven sind allgemein recht eng in diesem Rennen. Wie tust du dich jetzt auf morgen vorbereiten, dass es dann vielleicht ein bisschen besser funktioniert? Ja, viel anders können wir nicht machen. Wir können einfach schauen, dass ich eine gute Position habe vor der Kurve und dass man einander nicht in die Quere kommt, weil ich denke, Sepp kommt dann noch dazu, wenn man nicht gut rumkommt. Und ja, halt dann auch gleich schauen, dass man mit Schwung rauskommt, dass man nicht zu viel verliert oder nicht jedes Mal die Löcher zutun. Und das wird natürlich schwierig.